Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Redfrequenz und Redmoment, der MTB-Podcast mit tollen Gästen, tollen Themen rund um das Thema Mountainbike. Seid gegrüßt, liebe Leute, zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel, bei Mike Rides MDB, heute im Videopodcast bei Redfrequenz und Redmoment, der Patrick am Start. Patrick, sei gegrüßt. Moin. Kurzes Intro zu deiner Person, ich habe es mir aufgeschrieben und bevor ich jetzt da was verhaspel, ich lese das den Leuten einfach mal direkt vor und dann starten wir direkt in das Video dann rein. Hau raus. Patrick Schneider, bekannt auch als der Bräsi von Sons of Battery, du hast im E-Bike das Sprechen gelernt. Du produzierst in mühseliger Handarbeit deine Sticker, vertreibst Klamotten, streamst auf Twitch und vieles mehr. Ich freue mich sehr, dich hier im Video-Podcast begrüßen zu können. Und dass das geklappt hat, dass wir uns mal zusammenfinden. Ja, mega, auf jeden Fall. Feiere ich gerade richtig hart. Klang jetzt total abgelesen. Ja, es war auch jetzt tatsächlich wirklich abgelesen in dem Moment, aber man braucht ja ein bisschen immer so seine Basics, dann immer in der Moderationskarte, hat der Markus Lanz zu mir gesagt. Ja, klar, was weiß ich vom Besten nicht, gelernt. Vom Besten gelernt, genau. Ah, ja. Ich bin ja noch Lehrling, was das angeht, also von daher alles cool. Patrick, du, pass mal auf, sau cool, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Und ich bin, muss ich auch sagen, User von Day One, wo ich das auch gefunden habe für mich, die Community. Und jetzt ist es wirklich mal interessant, wie kam das bei dir zu dem ganzen Sons of Battery Ding? Wie ist das entstanden eigentlich? Ja, entstanden. Die Katze im Hintergrund, die legt jetzt gleich die ganzen Geschenke für die Kinder frei, aber passt schon. Entstanden ist es tatsächlich in einer Schnapslaune, nach einer Tour. Aber das kennen die meisten schon. Schöne Tour, bisschen was getrunken. Zu viel vielleicht. Ideen gehabt. Meistens immer dann, ne? Ja, Ideen gehabt und konnte mich am nächsten Tag noch dran erinnern, an den Namen Sons of Battery. Und ich habe gesagt, komm, ich mache uns ein paar T-Shirts für proper Jungs und hau die bei Spreadshirt raus. Und dann habe ich als Grafikdesigner habe ich halt schnell ein Logo gemacht. Sons of Battery, angelehnt an Sons of Anarchy, ja. War auch genau der Grund, warum ich dann die Gruppe auf Facebook, der Name hat mich in dem Moment so hart getriggert, wo ich mir gedacht habe, ey, das sagen total viele. Also voll die geile Idee einfach mal gewesen und da ist mal richtig was draus geworden dann, ne? Ja, also jetzt halt im Leben hätte ich es nicht gedacht. Also ich, wie gesagt, ich habe das Logo dann hochgeladen, T-Shirts bestellt und irgendwie in dem Moment, ich muss nach der Katze gucken gleich, weil die dreht komplett, die macht dir gleich alles kaputt. Ja, und in dem Moment hat es wohl auch irgendjemand anders gesucht und auf einmal stand ich dann da und sag, okay, irgendwas passiert hier. Ich habe gar keine Ahnung was, aber... Aber es ist gerade irgendwas so gerade am Entstehen. Ja, irgendwas entsteht und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Also noch lange nicht am Ende. Lange nicht, aber dann ging es ja dann weiter. Der erste Schritt ist damit eigentlich schon mal so gelegt worden. Und dann war ja so die weitere Intention dann erstmal die ganzen Aufkleber von dir. Das ist ja im Endeffekt, du bist ja passionierter Grafiker. Mhm. Und dann ist dadurch ja dann auch im Grunde deine Aufklebergeschichte dann entstanden. Jein. So ein bisschen die Richtung. Grafiken kann ich und so weiter, aber die Aufkleber, muss ich sagen, das kam aus der Community. Also ich habe dieses Logo gemacht, dieses Original-Logo, was jeder kennt. Dieses mit den Ketten war das. Genau, mit den Ketten und dem Energy-Chapter und sowas. Das habe ich gemacht als T-Shirt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass was passiert. Ich habe T-Shirts auf einmal verkauft und habe dann gedacht, okay, jetzt machst du mal eine Facebook-Seite. Ja, gut, ich bin halt, sind 36, bin ich noch auf Facebook. Und auf einmal haben mich Leute kontaktiert und ich habe gemerkt, okay, da entsteht was, wie wir es schon festgestellt haben. Und die wollten dann Sticker. Also die haben dann, ey, das wäre geil, wenn ich mir das aufs Rad kleben könnte. Und da bin ich erstmal drauf gekommen und dann habe ich halt überlegt, okay, ich will jetzt aber nicht einfach nur einen Sticker, dann will ich mein OG-Logo als Schlagschutz. Jetzt denkst du, what the fuck? Sticker soll nicht einfach nur ein Sticker sein, sondern der soll auch was taugen. Also ich will immer irgendwas mit Mehrwert schaffen. Eine gute Qualität, dass der einfach mal länger hält, wie nach dreimal durch den Matsch fahren. Und dann klebst du den dahin und macht der gegen Kabelschlag. Weil ich hatte bei mir am Bike damals das Problem, die Kabel immer dran gedonnert vom Trail und haben dann irgendwann den Lack so, weißt du, du hast es halt gesehen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn du dann aufklebst, machst du das auch richtig. Und dann habe ich diesen Kabelschlag-Aufkleber gemacht. Das ist
Das ist der hier. Und der ist halt extra laminiert und hart und der schützt dann halt die Fläche, ja. Das ist der Originalaufkleber, also das ist original so, wie er damals noch entstand. Und den habe ich dann rausgebracht. Leute, das ist der Original, dass ihr den auch nochmal seht. Den dreht sich gerade. Ja. The one and only. The one and only. Und dann war das eine ganz eigene Synergie. Also ich saß dann dran und habe gemerkt, okay, die Aufkleber wurden angenommen. Und dann, ich bin halt Grafiker. Mhm. Dann habe ich gesagt, aber mir selber gefällt das Logo gar nicht so krass. Also ging es dann da wieder weiter. Und dann ging es bei mir im Kopf, okay, ich habe jetzt so einen Aufkleber, ich will aber noch ein kleines Signet, also ich will noch ein Logo, ich will noch irgendein, ne? Und dann kam eben dieser SOB, den jetzt jeder kennt. Und den habe ich dann auch so quasi designt, dass er für jedermann ist, die überall passt und in Größen, dass sie überall hinpassen. Und das war so dieses Ding, was eigentlich alles aus der Community rausgeboren wurde. Außer eben die Optimierung der Sachen. Genau, richtig. Weil aus so einem hätte ich keine Folie machen können aus dem Original, weil es zu klein ist. Mhm. Also musste ich mir halt was überlegen. Aber zu der Folie nochmal zu kommen, jetzt mal Real Talk. Also von der Qualität her, also wirklich jetzt mal das Ding so beim Namen zu nennen, der Aufkleber, der klebt wie Piep am Schuh. Ja. Es ist irre. Aber das ist jetzt, ich erfinde Hammer. Hier das Rad nicht neu. Ich benutze Oracle oder 3M-Folien. Das ist halt das Beste, was du kaufen kannst. Ich wollte es gerade sagen, aber da hast du dich dann dafür entschieden, eine ordentliche Qualität zu nehmen, dass das auch ordentlich hält. Immer. Das ist ganz wichtig. Ja, was heißt ordentlich halten? Das muss auch wieder abgehen. Das muss auch wieder abgehen. Ja, und das natürlich. Ist halt auch wieder das, aber das ist ein anderes Thema. Aber in erster Linie soll es ja mal halten. Erstmal soll es halten, ja, und das tut er echt gut. Also. Ja, und das Interessante ist ja dann wirklich dann, das kam ja dann wirklich dann sozusagen ja, vom Sticker zum Vollzeit-Admin dann. Ne? Ja, dann ist halt das passiert, dass die Community immer größer wurde. Und ich mich dann auch gefragt habe, irgendwann habe ich mich hingesetzt und überlegt, was passiert hier eigentlich? Ich will nicht Sticker verkaufen, so was habe ich jetzt eigentlich hier gemacht? Mhm. Und da hatten wir dann 100 Leute oder so in der Gruppe. Also ich habe dann eine Facebook-Gruppe gemacht. Natürlich habe ich, irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das wird so gut angenommen. Ich mache mal Instagram, ich mache mal eine Facebook-Gruppe. Du erweiterst das Ganze auf den... Ich weiß noch, ich saß dran, ich habe überlegt, mit meinem Kollege Heiko, der heute auch noch dabei ist, der habe ich gesagt, ich brauche ein Forum, aber ich habe keine Ahnung, wie man programmiert. Und haben wir uns hingesetzt und haben erst das Sons of Battery Forum programmiert. Das gibt's nicht. War das Learning by Doing? Ja, alles. Das war Learning by Doing. Ja, es war alles aus der Not raus, weil ich wollte halt, guck mal, das Ding ist, die Supporter wollten Aufkleber. Und jetzt hätte ich natürlich auch machen können, schreib mir eine PM und ich kläre das. Mhm. Aber ich bin schon immer sehr rechtschaffend und pass auf wie Hulle. Und ich habe halt gesagt, okay, die Aufkleber kann ich euch nicht schenken. Ich habe ja auch Produktionskosten, Versand und hin und her. Ich mache eine Homepage, da könnt ihr einfach draufgehen, klicken, kaufen, fertig. Ich kriege eine Info und gut ist. Und dann kann ich die euch produzieren. So einfach ohne, wie möglich. Ohne halten. Irgendwie Schwarz- oder PN-Geschichten. Ja. Das ist für mich immer so shady. Sorry, Katze. Das ist für mich immer super shady, wo ich immer so ein bisschen so ein Geschmäckle habe. Das mag ich nicht. Also habe ich gleich von Anfang an gesagt, ich mache eine Homepage. Mhm. So, damit die Leute einfach, damit die es einfach haben. Ja, genau. Ne? Und ja, das war alles selber. Also ich bin kein Programmierer, ich bin wirklich nur Grafiker. Das mache ich super gern. Und alles andere kam jetzt halt so. Ne? Und dadurch, dass das Ganze so einfach wie möglich für die Community ist, ist es dann aber für dich natürlich dann auch nicht. Im Endeffekt der Punkt gekommen für dich, wo du wirklich im Zahnrad dich schon drehst, wo du gegen die Zeit schon arbeitest. Ja, Zeit ist... Ist bei dir ein ganz schwieriger Faktor. Ja, da haben wir ja schon drüber geredet im Vorgespräch. Verrückt, ja. Zeit ist wirklich ist krass. Also es kann sich keiner ausmalen, wirklich, der nicht drinsteckt, wie viel Zeit so ein Projekt frisst. Also vor allem, wenn du halt noch einen Job hast, Familie hast. Ja. Vollzeit, das nochmal daneben dann zu schaffen. Aber es ist ein Stück weit auch zu meinem Leben geworden und darum ist es auch eine andere Passion. Ja? Es ist so eine andere, es ist ein anderes Gefühl, damit die Zeit zu... verschwenden ist, um Gottes Willen. Ich sag mal so, also wenn man da auf dem Weg ist, in die Richtung, dass man da auch sich selbstständig macht, ist es wieder was ganz anderes. Da steckt man viel, also für mich ist es so, ich stecke da viel lieber Energie und Zeit rein und mache dafür länger, weil ich weiß, hey, das ist mein Baby, ich arbeite dafür, ich stecke da wirklich viel Energie rein, auch verdammt viel Kohle. Mhm. Ich bin vielleicht erstmal eine Zeit lang ein bisschen broke, aber ich weiß, dass ich es für mich mache. Und ich arbeite nicht für jemand anders, der eh schon viel hat. Aber weißt du, so denke ich es für mich. Ja, aber weißt du, was noch viel geiler ist? Also natürlich,
Die Kohle spielt auch eine Rolle. Ich meine, dieses Projekt verschlingt massig Unsummen. Also ich habe es dir gesagt, ich gehe jetzt, also es ist halt vierstellig, was ich im Monat zahle, nur für Sons of Battery. Und also Server und Discord und Bots und Zell und jenes. Ne? Also es ist wirklich unglaublich. Aber wenn du siehst, dass die Leute happy sind, dass du so Kooperationen schaffst, was alles aus einer Schnapsidee wurde, dann ist es auch, das gibt auch nochmal einen unglaublichen Push. Also da kannst du auch gerne Zeit investieren. Richtig. Aber im Grunde ist es für alle meine Projekte, als ob es mein Hauptjob ist, Familie oder Sons of Battery. Mhm. Die Passion ist überall die gleiche. Nur bei Sons of Battery ist viel Liebe. Das ist, glaube ich. Und das merkt man bei dir auch. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, ja. Es ist nicht das Geld, was einen antreibt, sondern wenn ich sehe, dass die Leute draußen rumfahren, nach den Sticker, da kommen wir ja noch zu, die haben Sticker und lernen sich kennen und schreiben mir dann so, ey, ich habe meinen Partner gefunden durch Sons of Battery. Da raste ich aus, Alter, weil ich halt einfach sag so, ey, was du damit bewirkt hast, das ist geil. Das also ist richtig wirklich Großes, ja. Hammer. Und das treibt einen manchmal auch an. Und auch zu Dingen, die du im normalen Leben vielleicht. Wenn du jetzt so darüber nachdenkst, was ich an Zeit investiere und was am Ende rauskommt, ohne Zahlen zu nennen, natürlich bleibt was hängen. Mhm. Muss es. Sonst wäre ich tot. Sonst hätte ich keine Chance. Ja, das geht gar nicht anders. Aber wenn du siehst, wie happy die Menschen dann sind und werden durch so einen Scheiß, ich sag's wirklich, also auch wenn ich stolz bin wie Bolle, aber es ist ein Scheiß, es ist so eine Idee. Es ist eine witzige Idee, die auf einmal gefruchtet hat und was einfach mal durch die Decke gegangen ist. Aber das sage ich mir auch, also meine Frau kann ein Lied davon singen. Ich sag jeden Tag, wenn sowas passiert wie mit SP Connect, okay, das ist jetzt ein Vorgängermodell, von SP Connect, da kommt eine Kooperation zustande. Ich sitze dran, ich sage zu meiner Frau, ich war einfach nur betrunken. Ja. Ich war doch einfach nur betrunken. Das musst du einfach nur verstehen. Ich hatte niemals hatte ich einen Business-Gedanke dahinter. Nie, von Anfang an nicht. Ich habe einfach nur eine Idee gehabt und das hat Menschen gefallen und jetzt habe ich eine fucking eigene Design-Edition und es kommen noch mehr Sachen. Und das ist ja das Nächste bei dir, Design-Idee. Du musst ja selber als Person, bist du ja da schon von Haus aus ja ein recht kreativer Kopf. Es geht ja schon los auch bei deinen ganzen Designs, die du für die Sticker machst, die Klamotten und alles. Das kommt ja nicht von ungefähr. Es entsteht ja alles in deinen Gedankengängen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich, da bist du so vom Style her schon voll am Zahn der Zeit. Ja, also, du guckst als Grafiker. Voll. Bist du halt immer irgendwie so, genau. Also ich bin kein Job oder so, ne? Hab mit Klamotten eigentlich noch nie was am Hut gehabt. Der Wolfgang Job, der guck mich an. Also bei mir, du kannst meine Frau fragen, die kann das verifizieren. Ich kaufe mir 5 T-Shirts im Jahr und die halten dann das Jahr, weißt du? Ja. Ich kaufe mir noch nicht mal einen Pulli, eine Hose, die hält halt 3 Jahre. Also reicht dir im Endeffekt auch ein kleiner Kleiderschrank, so 5 Pullis, 5 T-Shirts? Ich brauche nicht mal einen Kleiderschrank, mir reicht eine Tasche. So, wirklich, ich habe einen Stuhl. Es ist einfach wirklich, also mittlerweile ist es ein bisschen mehr geworden tatsächlich, aber ich habe, es ist wirklich, ich brauche nicht viel und ich habe mit Mode nie was am Hut gehabt. Es ist doch schön, ich bin da auch so einer, ich bin da die Richtung genügsam eigentlich, ne? Ich mache halt, was mir gefällt. Ja, genau. Das ist meine große Stärke, so blöd wie es klingt. Will ja jeder machen, richtig. Kann auch jeder machen, aber mit Sons of Battery habe ich halt eine riesen Spielwiese. Ich habe das schon mal in einem anderen Interview gesagt. Ich habe eine Spielwiese, wo ich einfach sein kann, wie ich bin. Und wenn ich Bock habe auf ein Cross-Logo, dann mache ich ein Cross-Logo. Und dann biete ich das an. Und wenn die Leute das feiern, dann ist es cool. Und wenn sie es nicht feiern, dann ist es halt eine Karteileiche. Aber ich habe es gemacht. Aber du hast es wenigstens gemacht, oder? Ich habe es aus dem Kopf, ich habe meine Idee verwirklicht und dann geht es mir gut. Und vor allem, man muss sagen, man hat es wenigstens probiert. Ja, genau. Oder schon mal angegangen. Machen. Und machen das ist, glaube ich, so dieser fundamentale Stein eigentlich bei einem Ding, was man anfängt, wo man praktisch dann startet mit irgendwas. Ja. Das Machen einfach. Machen. Nicht drüber reden, nicht drüber nachdenken, nicht nochmal ein Jahr warten. Nicht verkopfen, nicht. Das ist schwer. Super schwer verkopfen. Aber du verkopfst alles, richtig, viel zu arg. Machen.
Einfach machen. Also das ist, was ich auch gesagt habe. Aber es ist, glaube ich, auch so eine deutsche Mentalität ein bisschen. Der Deutsche macht sich, glaube ich, auch, glaube ich, in manchen Bedingungen... Ja, ich bin auch Deutscher. Ja. Aber ich habe halt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Bei dem, ich meine so, bei den einen ist es einfacher und bei den anderen klickert es ein bisschen später vielleicht. Das meine ich damit. Ne? Wichtig ist einfach, an alle Zuschauer machen. Einfach gar nicht drüber nachdenken. Einfach mal durchziehen, wenn ihr könnt. Wenn es nicht wehtut, wenn es niemanden gefährdet und so weiter. Einfach machen. Einfach gilt genauso für die Blackline. Wie fürs Business. Ist halt einfach so. Einfach machen. Ist so. Ja, ist. Und, und bei dem Machen kommen wir wieder zum Nächsten. Du hast ja dann auch parallel zu dem Universum, läuft ja noch was anderes. Du hast ja auch Twitch am Start. Mhm. Du streamst ja auch und ist jeden Mittwochabend, ist bei dir Streaming-Zeit. Ich selber bin da auch schon immer so gut, wie es geht, immer Mittwoch dann auch am Start und gucke dann natürlich da mit. Vielen Dank auch, ich weiß das. Feiere ich immer, das ist total schön, dann immer zuzuschauen. Ich bin dann auch immer total gespannt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel dann mal die Vorab-Infos jetzt mal nicht mitbekomme, wer als Gast ist, dann ja, habe ich die Zeit nicht, dann lasse ich irgendwie so, ach egal, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, entweder kommt jetzt ein cooler Gast oder wenn sie keinen Gast haben, so, kein egal, ich schalte trotzdem rein, weil ich es immer total feiere, wenn ich dann Basti und dich dann sehe. Okay. Und da ist es auch wieder interessant mit der Organisation von den Gästen. Gibt es da eigentlich noch Wir haben einen großen Stab im Hintergrund, der sich um die Gäste kümmert. Wir rufen da an, das läuft über eine Agentur von Pro7 und wir gucken, dass wir da die Leute anstatt... Nee, das macht doch der Joko, ne? Das macht der Joko für uns, den habe ich angestellt. Der macht das, der hat nebenher noch so eine kleine Show. Ist das nicht so auf 450 Euro Basis? Ja, aber der musste jetzt kündigen bei seiner Show, dass der für mich Vollzeit macht. Ach, tatsächlich? Ja, ja, Duell um die Welt läuft nicht mehr. Der fängt jetzt bei mir an. Nein, nein, Bullshit. Also, ganz im Ernst, Gäste, das ist halt so ein Thema. Der Basti, der das jetzt wahrscheinlich sehen wird, mein Co-Moderator. Grüße gehen raus an den Basti. Ein Eingeweihter ins Projekt, ein ist Moderator wie die anderen, aber er ist noch ein bisschen tiefer mit drin, eben bei den Livestreams und so, weil ich halt eine Pfeife bin. Ich habe gar keine Ahnung, ich bin seit 2019 auf dem Bike, davor war ich 2013 und dazwischen war ich zu dick. Oder jetzt bin ich auch noch zu dick, aber darum E-Bike. Das ist auch Wurst. Genau, mit dem Basti mache ich das. Der wird jetzt lachen, weil Gäste ist bei uns ungefähr so. Montags ruft er mich an und sagt, du, wir haben Montag. Es sind nur noch 2 Tage bis Mittwoch. Dann sage ich, oh ja, stimmt, hast recht. Dienstag sagt er dann, was machen wir morgen? Dann sage ich, pff. Dann sagt er, hast du Gäste? Dann sage ich, keine Ahnung. Nee. Ja, dann guck mal. Und dann gehst du auf Instagram und guckst halt, ob du was hinkriegst. Und wenn du nichts hinkriegst, dann kriegst du halt nichts hin. Dann machen wir halt unsere Show, die wir halt jeden Mittwoch machen. Und wenn wir Gäste haben, haben wir Gäste und wenn wir keine Gäste haben, haben wir nicht. Sprich, die Show besteht dann im Endeffekt, das ist den Leuten mal kurz erklärt, die es noch nicht kennen jetzt, ist dann bei euch im Endeffekt, ihr schaut nach den Top-News, was gibt's Neues in der EMDB-Szene? Genau, wir beschwätzen Sons of Battery, wir beschwätzen, was in der Community ging, wir beschwätzen, was du gemacht hast oder andere Creator, sage ich jetzt. Bei uns zum Beispiel bei EMDB-Magazine, da wird aus einem EMDB-Magazine, EMDB-Magazine wird dann einfach dann mal ein paar coole Infos rausgezogen. Wir gucken halt, was es so gab. Genau. Ja, also wie so eine... Also wenn ich nenne es Show, das ist, ich will halt was machen, um es zurückzugeben. Also du hast von Twitch halt auch nicht wirklich viel. Ja. Und ich möchte damit einfach Mehrwert bieten. Genau. Das ist das, das ist mir auch ganz wichtig. Das hat man auch schon überall gelesen und sage ich auch immer wieder, ich will nicht und bin nicht einfach nur eine Facebook-Gruppe, sondern wir sind halt eine Community. Eine richtige Community mit Mehrwert. Das ist mir immer wichtig. Und der Mehrwert ist Spaß, Twitch, Instagram, was auch immer. Ja? Wir sind halt überall so. Und darum mache ich Twitch. Das ist der Grund, um einfach zurückzugeben, irgendwie mehr zu machen. Und das Zurückzugeben, das funktioniert ja tatsächlich wirklich saugut bei euch, muss man ja wirklich sagen. Das ist genial. Wenn du schaust, was sich da jetzt im Laufe der Zeit jetzt schon alles daraus an Untergruppen ja nochmal gebildet hat. Ja, es sind 6 Gruppen mittlerweile, ja. Zähl die mal auf. Ist ja mit Gebrauchtsachen ja auch nochmal, glaube ich. Genau, also wir haben die Hauptgruppe, das ist Sons of Battery, das Headquarter quasi, das ist die E-Bike-Geschichte und die Bike-Geschichte. Also wir sind schon rein E-Bike, aber wenn sich jemand mit einem Bio zu uns oder Pushbike verirrt, ist natürlich nicht schlimm, gerne gesehen. Wir sind da nicht so straight anders wie andersrum. Wir wollen jetzt keine anderen haben. Ne? Dann haben wir noch die Ersatzteilgeschichte, weil ich habe letztes Jahr, wir wissen diese Ersatzteilsituation, madig, ist schlecht. Ja, eben. Und dann habe ich gedacht, komm, so eine Gruppe für E-Bike-Ersatzteile hat es noch nicht. Ja. Die kann man laufen lassen. Das ist ja auch eine Verkaufsgruppe, also keine Community-Gruppe oder Diskussionsgruppe, sondern wirklich nur,
hier dieses, was man auf Facebook so, mein Facebook-Marktplatz, so ich stelle mein Produkt rein und fertig ist. Um den Leuten noch eine Möglichkeit zu bieten, noch mehr als, als Facebook-Marktplatz und so. Einfach noch mehr, hier habt ihr noch eine Chance, vielleicht werdet ihr da gesehen. Dann haben wir die Sisters of Battery, die aus, die entstand, kann ich jetzt mal, ich versuche es kurz anzuschneiden, die entstand, weil mir ein paar Mädels geschrieben haben, was sie so erlebt haben in Gruppen. Nicht bei mir, Gott sei Dank, sondern die Katze, die macht jetzt Lichtausgleich. nicht bei mir, sondern in anderen Gruppen. Und ich mache jetzt nur ein Beispiel. Sie hatte, ich sage keinen Namen, das Mädchen hat gefragt, die Frau, Mädchen, hat gefragt nach einem Sattel. Ach Quatsch, nee. Doch, ein Sattel war es. Sattel. Ob der Sattel passt. Und da hat die halt komplett alles Shit getriggert strong. Mit. Die sah halt gut aus. Wow. Und auf einmal ging es los. So, ja, an deinem Sattel würde ich auch. Und hat halt Privatgeschichten gekriegt, wo von wegen Sattelschnuppern. Und wenn du den hast, kannst du ihm den schicken. Und so richtig krass. Oh mein Gott. Ich dachte so, what the fuck. Das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass. Und dann, 3 Wochen später oder so, schrieb mir, ich weiß gar nicht, ob das die Nadine war. Grüße gehen raus. Das ist die Administratorin dort. Ich weiß gar nicht, ob sie war. Irgendeine hatte einen Dirtlay angezogen. Und der passte sehr gut und hat so ein Foto gemacht von vorne und von hinten. Und dann schrieb irgendeiner so, ja, da könntest du dich auch mal vorbeugen, dann wird man es vielleicht besser sehen. Weißt du, so dieses typische Scheiß, ja, wo ich halt denke, so, Gelaber, was also ich will jetzt nicht tiefer gehen, es kam auf jeden Fall 3-4 Beispiele, das kann man alles auf Mythos E-Bike lesen, weil die hat auch ein Interview mit mir gemacht, wo wir über Sisters of Battery geredet haben, warum das dazu kam und einfach dieses Sexismus-Thema und dann habe ich gedacht, ey, das kann es nicht sein, Alter, bei mir ist es nicht. Aber ich habe auch gemerkt, die Frauen verstecken sich. Mhm. Die haben schon gar keinen Bock, irgendwas zu posten. Die haben schon gar keinen Bock mehr, irgendwas zu schreiben, weil sie dann schon wieder getriggert sind von diversen anderen. Die haben schon Schiss, dass überhaupt das was kommt. Dass wieder so ein Bullshit im Endeffekt zurückkommt. Und das, das fand ich halt mega scheiße. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen eine Sisters of Battery Group. Weil die Sisters gab es schon immer. Mhm. Die heißen, jetzt kommen mir wieder einige und sagen, Daughters, Sons, Sisters, Sons, geht gar nicht. Sisters aus dem Grund, Daughters passt nicht. Mhm. Also passt schon, aber ich hätte aus SOB DOB machen müssen. Jetzt hatte ich aber schon Sisters, die SOB gekauft haben. Dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Die müssten jetzt alle neuen Sticker kaufen. Rein wirtschaftlich gesehen eine total tolle Nummer. Ja, aber ich habe gesagt, nee, wisst ihr was? Ich mache einen Workaround. Ihr müsst gar nichts neu kaufen. Darum geht es mir nicht. SOB kann bleiben. Wir nennen euch Sisters. Und somit war dann die nächste Plattform geboren. Genau, und so gab es dann die Mädels. Das ist eine reine Mädels-Plattform. Mhm. Also Jungs, wenn ihr das hört, wir lehnen euch ab. Der einzige Junge, der drin ist, bin ich. und das sind auch Themen, die gar nichts, also ich will kein Beispiel nennen, aber die haben nichts zu suchen in großen Themen und das in großen Gruppen und das finde ich gut. Aber feiere ich total. Da bietest du den Mädels dann auch nochmal dadurch schon mal eine entspanntere Möglichkeit, sich untereinander auch mal zu kommunizieren. Ja, genau. Ohne erstmal total dumme männliche Kommentare eben. Du brauchst da keine Angst haben, dass irgendwie. Ja, genau. Du hast sexualisierter Scheiß kommt. Weil wirklich, da sind teilweise Themen drin, wo würdest du die posten in einer großen Gruppe, das würde zu nichts führen. Ja, also die würde vielleicht Informationsgehalt von 2 Mädels bekommen, der Rest wäre... Aber dann war es dann auch schon. Ja. Und das ist ja auch interessant, du machst es ja auch nicht alleine, zwecks der Administration auf Facebook. Das sind ja ein Haufen andere, die ja aufgrund der Größe ja schon ein bisschen mitagieren bei dir. Ja, genau, das ist meine Moderation. Ja. Also mein Moderationsteam... ganz liebe Grüße gehen raus, ohne die würde ich es auch nicht schaffen. Die Dori, die kenne ich auch. Die Dori, der Felix, der Harry, der Basti ist auch im Moderationsteam. Noch ein Basti, der Heiko, habe ich jemanden vergessen? Dori, Basti, jetzt ist es gefährlich. Jetzt wird es eng dann. Ne? Jetzt wird es heiß. Nee, aber ich glaube, ich habe keinen Fall. Aber verrückt, überleg dir das mal, wie das gewachsen ist, dass du da selber das gar nicht mehr schaffst und hinterher. Aber die machen das ehrenamtlich, muss man sagen. Ja, aber trotzdem, das ist doch cool von den Leuten, muss man wirklich mal ganz dickes Lob aussprechen. Ey, auf jeden Fall, ohne die. Verrückt, echt ohne super. Die, no chance. Aber ich gucke auch, dass ich die dann versorge. Die haben jetzt gerade, haben sie Brillen bekommen. Mhm. Ja. Also ich gucke dann, dass
einfach irgendwie sowas zurückzugeben. Ja, ja. So, ich kann keine Gehälter zahlen dafür. Ist, ja. Aber ist doch eine schöne Sache, wenn sich das Ganze so weiterentwickelt, dass du dann auch freiwillige Helfer dann ehrenamtlich dann sich da noch mit betätigen an der ganzen Sache, die da Bock haben, dann auch mit aktiv dann ein bisschen zu schauen, wenn die Katze dann miaut im Hintergrund. Nee, aber ist doch schön. Das ist eine tolle Sache. Das finde ich richtig gut. Ja. Das die Community guckt auch nach sich selber. Ja. Also das muss ich auch sagen, wir haben ja einen guten Ruf. Ja. Wir sind jetzt nicht die hochtechnisierte Gruppe, also wo es nur um Technik geht, und bei uns holst du dir jetzt auch nicht die Infos, die deepen Infos, ja, sondern bei uns ist eher so eine Entertainment-Gruppe. Entertainment. Wir sind eine Family, wir posten auch mal ein lustiges Bild, vielleicht hat es sogar gar keinen Fahrradbezug, aber nie sexualisiert oder so, auch keine Fails, da achte ich drauf, nur positiv. Wollte ich gerade sagen, das ist was, wo du wirklich ein ganz, ganz starkes Augenmerk in der Community drauf legst, das ist bei dir super wichtig, dass es da kein Gehate untereinander gibt. Wenn da irgendjemand aus der Reihe schießt, gibt es schon, natürlich. Das ist mir halt auch wichtig, und ich gucke auch so ein bisschen nach Erziehung, weil ich immer sage so, der Internet ist so, das Internet ist so ein freier Raum. Und die verhalten sich teilweise wie Arschlöcher. Jeder. Also auch ich habe das mal gemacht. Ne? Aber ich finde es wichtig, damit man einfach so ein paar Grundregeln, so es auch im Internet tut ein Danke gut oder ein Bitte. Oder auch einfach nur, bei mir ist zum Beispiel ein Video, wenn du bei mir in der Gruppe ein Video postest, dann möchte ich, und ich lösche es auch, dann möchte ich, dass da ein Titel drüber geschrieben wird. Ja, ich will, dass die Leute einfach schreiben, hey, cooles Video, checkt's mal. Das reicht schon. Ne? Aber ich will nicht einfach so eine Reste ran. So eine kleine Beschreibung halt, um was es im Video so ansatzweise geht. Weißt du, warum man das macht? Es hat folgenden Grund, weil ich auch immer mit einem der wollte mich tot diskutieren. Also ich muss da nichts hinschreiben, steht doch da drunter. Ist ja geteiltes Video. Ein Blinder. Und ja, die gibt's. Die haben eine Software, ja, und da wird das Zeug vorgelesen. Ja, da und die lesen keinen geteilten Inhalt, also die lesen nicht den Text des geteilten Inhalts innerhalb des geteilten Inhalts. Die lesen nur die Beschreibung von dem User, der es postet. Mhm. Das ist schon einfach ein Punkt, auch wenn das wahrscheinlich ein ganz kleiner Prozentsatz ist. Aber darum geht's. Genau darum geht's. Das ist die Quintessenz. Wir müssen nach uns gucken, und dann müssen wir einfach auch ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Erziehung ist das falsche Wort. Aber ich will einfach nicht eine Resterampe bieten, sondern ich will Mehrwert für alle. So. Und da sieht man eigentlich mal, um was und wie groß dieses Universum ja im Endeffekt auch ist, wo man sich dann noch drum kümmern muss. Ja, ich sage noch ganz kurz die anderen Gruppen. Ja. Einmal ein Schrauberforum gibt es noch. Ja. Sons of Battery International, das kommen wir später dazu. Mhm. E-Mobility. Weil ich das mag. Oh, jetzt habe ich aufs Mikro gehauen. Weil ich das voll mag, habe ich das jetzt auch noch gegründet. Das ist auch so ein bisschen mein Baby, weil ich auf die E-Mobility oder auf diese Innovation, die dahinter steht, stehe ich total. Der Name passt da. Der Name passt. Und dann habe ich eine Gruppe aufgemacht, um das quasi zu exkludieren von den Bikes, weil da passt es nicht immer. So ein Thema. Ja. Wenn du da reinpostest, der neue Tesla ist toll, dann hast du direkt. Ja, also habe ich das einfach exkludiert und habe gesagt, machen wir eine eigene Geschichte draus, ob es euch passt oder nicht. Oder nicht. Kommt rein oder kommt nicht rein. Ihr müsst nicht. Ja. Und dadurch, dass es im Endeffekt immer mehr Unterkategorien eben gibt bei Sons of Battery, das Wachstum dementsprechend dann auch weiter dann größer und größer, größer geworden ist, ist es natürlich dann normal, dass dann auch mal die Industrie dann irgendwann mal auf einen aufmerksam wird. Früher oder später dann. Ne? Mhm. Und da ist es ja auch recht interessant. Man sieht es ja dann auch immer wieder, wenn man mal bei dir reinguckt, da sind ja teilweise dann auch mal diverse Rabattcodes dann auch mal angegeben. Ja. Ne? Ja, das ist was, wo ich mich immer schwer tue mit, weil man kennt es ja von diesen Influencern. Hey, Hautcreme, die ist total toll und so. Das ist tatsächlich ein schweres Thema, wo alle zu mir sagen, nö, alles ist cool. Ich kriege natürlich diese Angebote, weil ich mittlerweile auch eine riesige Reichweite habe und eben eine große Aktivität ist manchmal mehr wert als Reichweite, weil im Internet kannst du Reichweite kaufen, aber Aktivität nicht. Aber Aktivität nicht, das machen die Leute. Das ist auch das, was viele nicht verstehen, die irgendwie Gruppen gründen und sagen, oh, jetzt mache ich auch los. Mhm. Aktivität ist das A und O, nicht die Reichweite, nicht die Größe. Also Reichweite auch. Aber natürlich melden sich die Leute und dann hier kannst du einen Rabattcode hier und da. Ich habe jetzt tatsächlich diesen Monat habe ich 2 Stück abgelehnt. Ich sage, ich habe 3 Stück am Laufen. Ich kann es nicht, will nicht. Es ist ja schön. Aber für mich ist es immer noch,
ich mache halt diese Rabattcodes nicht für mich, sondern für die Community. Also ich auf Brillen kriegst du 20%, wenn du jetzt eine Brille von XY holst. Mhm. Ja? In meinem Fall J Athletics, die cool sind. Du hast einen anderen. Die geben mir dann 20% und das gebe ich weiter, weil ich finde das cool. Also ich habe davon halt nichts. Und so mache ich halt so Rabattcodes, die halt reinkommen, die halt Sinn machen. Wenn jetzt jemand, genau, richtig. Wenn jetzt jemand, was weiß ich, Papier verkaufen will, mache ich natürlich sowas nicht. Ja, passt überhaupt nicht in die ganze Dynamik, was halt rein, passt nicht unter dem passt ganzen Namen. Passt oder Sinn macht, ja. Ja, man muss immer schauen, dass es dann den Sinn ergibt zu dem, was du erschaffen hast, zwischen dem EMTB-Bereich und dann... Genau. Ja, aber es wird schon zum Meme, habe ich gesehen. Dass, jetzt kommt wieder ein Rabattcode. Aber es sind halt alles Rabattcodes, die euch was nützen. Im Endeffekt, ja. So, weil es ist so, für mich ist ein Rabattcode nichts Schlechtes. Es ist doch ein Mehrwert dann für jeden eigentlich. Natürlich kann ich auch ein Gewinnspiel machen, aber weißt du, ich sehe halt, also ich kriege auch ganz viel Gewinnspielmaterial geschickt oder können wir dir schicken. Mhm. Und ich lehne oft ab, wenn ich nichts Großes habe, weil ich sage, Gewinnspiele sollen was Besonderes sein. Die sollen. Das muss dann was Cooles dann auch sein. Weißt du, wenn ich jetzt jede Woche ein Gewinnspiel mache, ist es nichts mehr Besonderes. Aber so ein Rabattcode, da hat jeder was davon. Mhm. Bei einem Gewinnspiel gucke ich immer, dass so viele Leute wie möglich gewinnen, aber es ist trotzdem reduziert. Mhm. Also es ist immer so, das letzte Gewinnspiel war, als wir die 10.000 geknackt haben, da hatte ich fast 44 Preise organisiert, übers Wochenende. Warenwert irgendwo um die 8.000 Euro. 44? Preise übers Wochenende? Ja irgendwie. Aber die reicht doch der Tag nicht mehr, die 24 Stunden teilweise, wenn du das Ganze organisierst. Durch Partner und so ging das dann. Und durch Freunde, die einen dann vermittelt haben an Freunde. Und ja klar, helfen wir dir dies, das. Und auf einmal hatte ich übers Wochenende ganz viele tolle Preise. Cool. Und wir konnten da 44 Menschen glücklich machen von 10.000. Mit dem Rabattcode helfe ich aber jedem. Aber das sind halt nur 10% bei Bikemail, oder? Aber, hey, aber es sind 10%. Aber es sind 10% und das zählt ja nicht rückwärts. Richtig. Und wenn du halt 3,50 Euro sparst, wenn du dir ein Fahrrad bei Bikemail Order kaufst, guckt natürlich erstmal im Einzelhandel, im Fachhandel. Im Fachhandel muss man eher sagen. Wenn du dir da ein Fahrrad kaufst und 10% abziehst, sparst du schon mal 799 auf dein OBR-Rise. Ist ein Haufen. Das ist Asche. Asche ohne Ende. Ne? Also darum, ich finde Rabattcodes eigentlich was Cooles. Ich finde, die machen am ehesten eigentlich von allem am meisten Sinn auch. Und die machen auch nicht so viel Arbeit. Die kann jeder nutzen. Ich tue halt nur öfters darauf hinweisen. Ja. Das ist halt ein schmaler Grat. Mhm. Man will nicht werben. Man hat aber auch seine eigenen Sachen. Ist auf jeden Fall super interessant und ich bin gespannt, was da die Zukunft bringt. Also cooler finde ich dann solche Sachen. Ja, sowas auf jeden Fall. Da ist es ja ein starker Mehrwert, der da geholfen wird. Ich habe es ja auch schon mal in der Hand gehabt. Also ich finde es von der Haptik her schon geil, ne? Total cool gemacht. Aber auch teuer. Also ich bin ja Schwabe. Das Ding kostet 50 Euro. Mhm. Schon heftig. Ist ordentlich Geld, muss man sagen. Aber es ist auch eine geile Quali. Das muss man halt auch sagen. Absolut tolle Qualität. Und exklusiv. Stimmt. Und da hat man mal was. Aber es ist auch nicht mein Preis. Macht SP Connect. Jetzt habe ich wieder aufs Mikro gehabt. Nicht so schlimm. Alles gut. Und das ist ganz interessant. Und dadurch kam ja dann auch wieder dann das Nächste zustande, wo ich dann selber auch richtig Augen gemacht habe und denke mir so, was? Ja, ist wo das so dann mit dem EMTB-Magazin dann auch gekommen ist. Zwecks der Aufmerksamkeit jetzt nochmal. Da habe ich mir gedacht, Patrick, was geht, Junge? Ich war total geflasht, wo du dann gesagt hast, Leute, ich bin jetzt mal hier in einem Bike-Magazin drin. Schaut mal rein. Und ich denke mir so... Völlig geistig. Also, mega, mega. Das ist für mich auch... Es ist doch eigentlich schon voll der Ritterschlag eigentlich, wenn eine Redaktion zu dir kommt von einem riesengroßen Magazin, die dann sagt, Herr Schneider, wir hätten mal Bock... Ja, tatsächlich war das so, also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber irgendwie hat da über 2 Monate, wurde da wohl irgendwie über mich geredet und dann hast du den jetzt eigentlich schon mal kontaktiert? Nee. Und dann kam er irgendwie einen Monat später, ich weiß, ich kenne keine Namen und so, aber hast du den jetzt mal kontaktiert? Da passiert irgendwas im Internet. Naja, mach ich halt. Und dann hat mich der Max angerufen, Grüße gehen raus, Top-Fotograf, und hat diesen Interviewtermin gemacht. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Also ich saß hier und ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe das Bild noch so im Kopf, glaube ich, wo sie über deine Schulter, glaube ich, so ein bisschen so schräg fotografiert haben, wo du schon ein paar Sticker so ausgeschnitten hast. Ja. Am Tisch. Aber es war so dieser, wo der anrief und ich habe aufgelegt. Ich habe mich erstmal, weißt du, so nach hinten fallen lassen und habe gesagt, was geht jetzt ab? Was war los hier? Und immer wieder, ich war doch nur betrunken. Also ich will das nicht so... Ja, aber es ist in meinem Kopf so fest verankert, so ich habe das alles gar nicht gewollt und jetzt
passiert. Passiert es halt immer mehr. Das ist so krass. Also wirklich, was alles passiert. Das ist einfach. Wir haben es ja vorhin erst darüber gehabt. Das ist aber genau das. Ich wollte, als ich gemerkt habe, was passiert, ich wollte so viel Aufmerksamkeit wie möglich generieren, damit ich das E-Bike push. Ja. Und das schaffe ich damit, weißt du? Und wenn ich mich damit verausgabe, dann verausgabe ich mich. Aber ich habe ein Interview und ganz viele lesen, dass da die Dicken eben auch da sind und irgendwas machen. Du bietest da eine geile Plattform an und interessant ist es da wirklich, wie sich das Ganze entwickelt hat. Am Anfang war es ja nur so ein kleines Zahnrad und dann sind zu diesem kleinen Zahnrad immer mehr dazugekommen und dann wurde das kleine Rad immer größer und größer und größer. Mhm. Und das ist schon wirklich verrückt. Das hat sich bei dir so aufgebaut in der Zeit, aber auch so gesund, muss man auch sagen. Das war nicht exorbitant krass, aber schon in einer guten, stetigen Leistung. Es ist ein organisches Wachstum. Ja. Also ich habe natürlich auch Facebook-Werbung für die Marke Sunsoft bei mir laufen, aber so für die Gruppe ist alles super organisch und auch, guck mal, ich hatte über die Zeit, das war letztes Jahr, warte mal, was haben wir, 21. Letztes Jahr hatte ich ganz viele Angebote, ey, du kannst auf eBay, du kannst auf Amazon und so verkaufen. Und dann habe ich mich halt dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ja, ich könnte, aber dann kenne ich die Leute nicht. Mhm. Und da, das ist es. Und da kam halt ja dieser Punkt dann Zusammenarbeit mit diversen Firmen dann, die dann auch wieder dann dadurch raus resultiert kamen. Genau, weil dann wollte ich lieber, ich will die Leute kennen. Und wenn ich jetzt so eine Handyhülle designe für die, ja. Wer ist dann, das? Aber die posten das bei mir. Also weißt du, dann ist es nicht so, dass ich auf Amazon, dass der auf Amazon ein T-Shirt kauft, sondern ich will die Leute kennen. Also jeder, der bei mir kauft, läuft über meinen Tisch und dann sehe ich den Namen und sage, ach krass, der ist auf Facebook, cool. Mega. Und dann kriegt es auch nochmal eine Mail oder eine Message und sagst, und ich bedanke mich nochmal bei dem. Mhm. Ich will die Leute kennen. Ich bin kein Modelabel oder sowas, wo ich raushaue und die tragen es. Ich finde es cool, wenn ich draußen mein T-Shirt entdecke. Aber ich will die Leute kennen. Und darum, ja, es einfach ist schön, das Gesicht organisch. Dann auch nochmal zu Flo, sehen. Ja, ich möchte eine Familie. Ich will nicht eine Familie. Einfach die Community. Die Community, das, so dieses Herz. Genau. Und das fehlt meiner Meinung nach heute ganz arg. Es in wird, den Communities. Ja. Allgemein fehlt Herz allgemein bei den Leuten. Das auch. Die sollten da ein bisschen mehr cooler bleiben, finde ich so allgemein. Ein bisschen weniger Hass schieben und einfach ein bisschen relaxen, glaube ich, ist in der jetzigen Zeit ganz gut. Bisschen mehr Spaß, bisschen mehr locker durch die Hose, bisschen mehr. Denke ich doch auch. Ja. Jeder hat sein Ding, was er macht. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man einfach herzlich bleibt, cool bleibt, nicht fies zu den Leuten ist und einfach mit jedem ist und dann ist das so alles ganz entspannt. Ich glaube, das machen wir ganz gut, auch wenn es manchmal eskaliert. Ich meine, gut, man sieht es ja jetzt zum Beispiel jetzt halt nur so was halt praktisch auf der Bühne passiert sozusagen als User, als Zuschauer. Und das, was natürlich dann hinter dem Vorhang passiert, ist eine andere Hausnummer. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass es da genauso auch mal Unstimmigkeiten gibt, mit Sicherheit. Dass da auch mal ein bisschen Diskussionsbedarf im Moderationsteam. Also glaube ich dir, das ist schon, da geht's rund. Ein wunderbarer, Grüße gehen raus an Felix an der Stelle. Nein, Quatsch. Tatsächlich ist hinter den Kulissen, ist es manchmal gar nicht so rosig, aber genau das wollte ich. Ich wollte keine Ja-Sager als Moderatoren oder als Team um mich rum, sondern ich wollte Leute, die Veto geben und die Menschen sind. Und dann habe ich eben ganz verschiedene Leute. Mhm. Also ich habe ganz viele, die sich angeboten haben und jeder wird bei mir erstmal menschlich gecheckt, weil ich will auch Pole, Gegenpole haben. Das ist zwar nicht immer so einfach, wenn die sich dann auch als Moderator oder so irgendwo festsetzen und mein Levo ist das Beste, aber das ist halt ein Mensch. Genau. Ja, es ist keiner, der raus. Richtig. Ja, sondern dann wird eben miteinander geschwätzt oder diskutiert und das, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kommen. Industrie. Industrie, genau, richtig. Und ganz interessant auf jeden Fall. Und da war es dann zum Beispiel dann auch wieder dann, mit dieser Zusammenarbeit auch mit der Industrie, wo ich jetzt darauf hinführen wollte noch mit, wo sich das ja dann auch mit den Hüllen dann entwickelt hat. Da war ich auch total baff, wo dann auf einmal dann der Drop gekommen ist von dem Produkt. Mhm. Wie jetzt, Patrick hat jetzt sein eigenes Label auf den SD Connect. Das war auch über Connections. Halt es doch mal in die Kamera, dass es mal die Leute auch mal sehen. Also das die gibt es ab jetzt. Bei SP Connect ist aber die falsche. Ich muss die da auspacken, weil die ist, glaube ich, die finale. Das ist jetzt das finale Verkaufsprodukt. Genau, das siehst du ja mit dem Lack. Ja. Ja, das ist halt eine Handyhülle von SP Connect. Ich meine, welcher Biker kennt SP Connect nicht? Ja. Da bin ich ultra stolz drauf. Also das ging über die Connection Michael Wald, der mich da zusammengebracht hat mit SP Connect. Grüße, Dominik. Und
irgendwie hat es gefruchtet. Wir hatten davor schon mal ein bisschen Kontakt bei dem Gewinnspiel, was ich gesagt habe. Da haben die auch sofort reagiert und ja klar, kriegst du 5 Rabattcodes, kriegst du 5 Gutscheine je 100 Euro. Mhm. Ich so, was? Also 100 Euro bei SP Connect heißt Hülle, Aufnahme fürs Bike, noch irgendein Goodie dazu, ne? Richtig krass. So kamen wir damals schon zusammen. Ja, und jetzt haben sie dann halt gefragt, Mensch, hast du nicht Bock? Darf ich mal? Auf ein eigenes Design, ja. Aber wir müssen das jetzt nicht irgendwie hier... Nee, aber ich habe auch erst gedacht, dass es so ein ganz einfacher Print ist, aber es ist ja von der Haptik, merkt man sofort. Darum habe ich reingeschrieben, das ist Lack und da unten das SOB-Logo ist. Und ich halte es jetzt trotzdem mal in die Kamera, weil ich selber das Ding ziemlich cool finde, Leute. Ich hoffe, der Fokus stellt sich jetzt ordentlich scharf, dass ihr das auch richtig gut seht. Ich denke, ja. Ist eine verdammt schicke Handyhülle, muss man auch sagen. Ist aber nicht die letzte, es kommen noch 3. Kommen noch 3. Mhm. Ah, okay. Das wird eine ganze Design-Edition. Also stark. Neben mir gibt es dann noch Ducati. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Das ist so krank. Also das ist wirklich, das ist so lustig. Das ist geil. Das ist einfach... Nee, absolut, ein cooles Teil. Also echt stark, ja, geile Idee, cool, super so. Umgesetzt. Ja, mit einem Motiv halt, Love to Ride, mag jeder, spricht jeden an. Spricht jeden an, sieht schick aus. Nee, es ist wirklich, da bin ich auch ultra stolz drauf. Also auf die Kooperation, das ist meine erste Kooperation, wo es um ein eigenes Produkt außerhalb des Sons of Battle Universums geht. Quasi mit der Sons of Battle Lizenz, ist ja lizenziert. Du wolltest gerade sagen, du bist ja lizenziert mittlerweile. Genau, es ist eine Marke, eine eingetragene Marke. Ja, das ist schon... Da bin ich extrem stolz. Das ist eine Hausnummer, sagen wir mal ganz ehrlich. Das musst du halt auch erstmal machen, weißt du? Und das ist schon geil. Also mir gefällt es. Mir ist auch Wurst, ob es verkauft wird. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. aber ich finde es einfach cool, dass ich es bis dahin schon geschafft habe. EMTB-Magazin, so eine Hülle. Kommen ja noch andere Sachen, wo ich dran bin. Ich setze mir immer Missionen und nehme die Community mit, wie eben Trikots in 6XL. Mhm. Das war meine erste Mission, die ich geschafft habe mit Trails Bikeware zusammen, die mir das ermöglicht haben. Damals, da hatte ich gar keine Kohle, irgendwas auszugeben. Mhm. Und die haben gesagt, jo, weißt du was, das Risiko gehen wir ein. Wir machen mal 6XL-Shirts. Ja. Und dieser erste Drop, der war fast übers Wochenende ausverkauft. War krank. Und so versuche ich einfach, mir Baustellen zu kreieren und diese dann zu lösen. Und so bin ich jetzt bei Gürteln. Ich habe mir jetzt vor 2 Wochen oder 3 Wochen habe ich gepostet, dass ich total abgefuckt bin von Bikehosen. Die sind zwar geil, aber die Gürtel sind alle Schrott, die dabei sind. Wir brauchen Gürtel. Ich will einen Gürtel, der geil ist und flexibel und alles. Und da bin ich jetzt dran und habe jetzt auch was. Und da kommt jetzt auch was. Das ist wahrscheinlich cool. Das Nächste, was kommt. Also, ja. Also die Community kann gespannt sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja genau. Ja, nee, also das ist, also so versuche ich halt einfach coole Sachen zu kreieren, ob man, also die dann mit einem SOB-Logo versehen sind, die aber cool sind, ob man die jetzt mit SOB-Logo kauft oder sonst oder was, ist so ja scheißegal. Ist ja Wurst. Aber ich will mich einfach, weißt du, so, das ist meine Spielwiese. Ja, und wenn ich das kann, verewige ich mich. Dann mach das, ja. Genau, gib den Supportern vielleicht noch einen SOB-Gürtel mit. Weil sie Bock haben auf dem SOB-Gürtel. Ja, cool. Finde ich cool. Und genauso. Keinem tut's weh. Und da ist es dann auch wieder so: die Basis ist wieder einfach machen. Ja, einfach machen. Einfach machen. Ja. Der Weg ist das Ziel, kann man da wirklich sagen. Es ist, also das ist ganz im Ernst. Ich will nicht sagen, dass ich ein Macher bin. Im Gegenteil, ich bin ein fauler Sack. Aber es gibt so Momente, die musst du greifen und dann musst du machen. Und dann durchziehen. Dann musst du machen. Ja. Und wenn du dann irgendwie Herz fühlst in der ganzen Nummer oder irgendwas fühlst, da musst du es durchziehen. Das war bei mir zum Beispiel auch diese Intention gewesen mit diesem Videopodcast. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht. Es ist eigentlich schon seit 2021, ab Mai, kam das so ein bisschen bei mir in den Kopf. Ja, Podcast, wie setzt du es um? Videopodcast-Kram in Verbindung ich glaub, wir hatten mit dem. Damals sogar geschwitzt, ja, genau, richtig. Da hatten wir auch mal gesprochen darüber. Mhm. Und da hat sich das bei mir immer mehr so manifestiert, dieser Gedanke. Wie stelle ich es an? Wer hätte da Bock drauf? Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich das jetzt so ausbaut, dass immer mehr interessante Gäste dann. Das ist mega, auch bei dir, Alter, wie sich das entwickelt. Ich habe dich ja damals, keine Ahnung, ich habe dich geguckt und fand einfach die Quali geil. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Fand ich geil. Und so sind wir irgendwie auch zusammen. So sind wir dann auch. Bei mir ist es auch immer wichtig, dass ich Leuten, also die sich Mühe geben, dass ich denen auch das sage. Also selbst wenn ich irgendwie Partner habe und die machen was Cooles, dann sage ich, Alter, das ist richtig nice. Gib mir mal die Nummer von einem Grafiker. Mhm. Ich hatte das jetzt, ich sage jetzt keinen Namen. Und habe dem Grafiker einfach geschrieben, Alter, du hast richtig geilen Scheiß gemacht. Weil am Ende sitzen die Leute, die das
die das nie abkriegen. Weißt du, du. Richtig. Also bei YouTube oder Creator oder so ist es nochmal was anderes. Da hast du Kommentare und Likes und Dislikes. Aber mir ist halt wichtig, den Leuten einfach mitzuteilen, dass sie geile Arbeit geleistet haben. Das finde ich geil, Alter, dass sie irgendwie gewertschätzt werden. Das ist mir voll wichtig. Es ist auch so eine Entwicklungssache, auch gerade bei diesem YouTube-Thema. Wenn man sich das so anschaut, ein bisschen so in der Timeline zurückgeht und wenn man sich die ersten Videos anschaut, um Gottes Willen, da möchte man sich am liebsten verstecken. Ja. Und, aber es ist so eine Entwicklungsphase. Fand ich bei dir aber auch nicht schlecht. Bei dir war es immer, du hast immer eine geile Qualität. Ganz ehrlich, also ich selber, ich fand so die ersten Videos jetzt so, das war so, ja, ich du kommst immer näher, Digga. Ich bin ein bisschen Nee, aber alles gut. Nee, aber es ist, ja, irgendwie, ja, so eine Entwicklungsphase halt einfach dann, ne? Und da, wenn man das so vergleicht und denkt sich, oh Gott, die ersten waren echt nicht so geil und dann, ja, im Laufe der Zeit, wenn wir ja trotzdem gucken, ja, irgendwann merkst du dann so, ja, scheiße, der Ton ist Mist, ja, da muss man sich verbessern. Ja, aber du machst es, finde ich nice. Also, Props. Ja, freut mich. Props, also, ich gehen raus. Finde es eigentlich auch mit Snowgoons, das ist meine Musik, ne? Ja, an alle da draußen, Snowgoons ist ein sehr interessantes, geiles Hip-Hop-Label. Grüße gehen raus an den Manu, an den Dad nochmal. Und ja, feier auch die Musik von den Jungs. Und da hat sich auch eine sehr, sehr coole Kooperation dadurch nochmal ergeben. Ja. Und wer da Bock hat auf gute Hip-Hop-Mucke, einfach mal Snowgoons eingeben. Ja. YouTube-Mucke abchecken, du hast ja auch selber viel. Ja, machen. Mega, mega gute Mucke. Gute Klamotten, geile Mucke, was will man mehr dann im Endeffekt zum Biken? Ja. Und da war auch so mit diesem ganzen Podcast-Thema, Videocast-Thema, ich möchte ein bisschen so Brücken schlagen. Das war so mein Grundgedanke jetzt. Ich möchte Brücken schlagen zwischen genreübergreifenden Herstellern, Firmen. Musik ist ja trotzdem ein großer Teil von uns allen. Jeder hört Musik, auch beim Biken. Viele haben ihre Earpods in den Ohren stecken, wenn sie Gas geben. Wieso? Schweres Thema. Ja. Aber wieso macht man da nicht einfach mal was dann praktisch mit einem Hip-Hop-Label zum Beispiel? Ja, ist oder allgemein. Geil, ne? Und deswegen habe ich mir so gedacht, da kann man ja bestimmt da auch noch ein bisschen was das aufbauen. Das ist auch was, wo ich auch bei mir immer sehe, also zu wenig noch, aber du musst ja auch Mut aufbringen. Mhm. Als Hip-Hop-Label mit einem Bike. Ist eine gewagte, passt jetzt gar nicht ist eine so gewagte krass. Nummer, aber wenn aber man du musst Gedanken einfach macht, die Eier haben, um das einfach mal zu riskieren. So. Der hat eine Facebook-Gruppe. Ja. Facebook ist tot, sagt man. Ja, und dann zeigt man ihm irgendwelche Reichweiten, Aktivitäten und sagt dann, Bruder, was sieht die Geschichte anders aus. Ja, also das ist so das Mut. Ja. Mut und Machen. Das gilt genauso für Partner. Ja, absolut. Und so habe ich dann im Endeffekt dann auch die Kontakte dann erstmal dann aufgebaut zu den ganzen Bike. Ich sage jetzt mal die schweren Jungs im Bike-Bereich dann jetzt, aber ich möchte jetzt noch keine Namen nennen, ich möchte da nicht zu viel teasern, weil da kommen ja, ich habe es dir ja schon gesagt, wer alles am Start schon ist und wer da noch kommt, wird noch... Finde ich echt gespannt sein, ey, ohne Scheiß. Wird eine krasse, glaube ich, eine Nummer noch werden. Ich also glaube, bei mir hört es nicht auf. Das ist der Anfang. Nee, aber feiere ich auf jeden Fall jetzt schon mal. Ich glaube, das wird super interessant noch werden, dieses Videopodcast-Thema. Ja, ich glaube auch. Wir machen auch einen Podcast. Ja. Den haben wir auch schon ewig geplant. Stimmt. Also nicht wir, sondern Sons of Battery, der Rico und der Philipp von Abea. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Ah, das wird bestimmt gut. Wird aber, glaube ich, nicht Video. Also keine Sorge. Reines Audioformat. Dann ja, aber wir nehmen uns dann so Themen wie Helm oder Halbschale. Halbschale oder Fullface. Nachtfahrten. Und ja, aber das sind auch so coole, interessante Themen dann auch. Ja, dahin, wo es wehtut, weißt du? Ja, genau, wo die da einfach mal an den Nerv noch mal direkt dann. Weil bei mir in der Community, ich bin halt unten und höre die Stimme des Volkes, der Käuferschaft vom E-Bike. Und ich weiß halt, was sie interessiert. Die Leute, was sie triggert, was sie hören wollen. Genau, und wo sie drüber reden möchten und wo Gesprächsbedarf ist und wo man vielleicht was klären muss. Und da finde ich es ganz spannend, wenn du dann so einen Pol hast. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ey, ich hab von Technik und so kannst du mich komplett wegschmeißen. Ich kann dir alles über Grafik erzählen, aber E-Bike-Technik oder so, da bin ich komplett raus. Da bin ich lost as fuck. Aber ich höre meine Community, weil ich wirklich, also von den 15.000 auf Facebook jetzt nur, theoretisch kenne ich alle, weil ich alle angeguckt habe. Ja, jeder, der reinkommt, den gucke ich an. Und ich weiß, wie die machen und was die machen, weißt du so? Also das ist, ich glaube, das wird auch ganz, ganz spannend. Das wird super spannend. Also die Zukunft von Sons of Battery wird auf jeden Fall noch auf jeden Fall mächtig interessant werden. Wir haben uns auch schon über ein paar Sachen schon mal unterhalten, was da noch kommt. Ja, also eine Sache kann ich ja teasern, und zwar wir veranstalten jetzt, oder was heißt veranstalten? Wir sind bei der E-Bike-WM 2022 in Ischgl dabei, auch groß dabei. Also es wird eine gemeinsame Kampagne gefahren. Veranstalten wir die mit? Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, oder doch? Wir starten auf jeden Fall in Deutschland die Kampagne für die E-Bike-WM. Das passiert jetzt auch zeitnah. Ich weiß nicht, wann das hier ausgespielt wird. Aber wir warten gerade noch auf die Tickets und auf die
sag mir, auf die Aktion, also Sons of Battery, ich habe halt gesagt, wenn meine User keinen Vorteil davon haben, dann brauche ich das nicht machen. Ja. Also muss da mindestens Hotel und sowas, muss fette Angebote kommen. Das wird jetzt gerade im Hintergrund geläuft. Oder ist auch schon geklärt. Genau, und jetzt warten wir noch auf einen Punkt und dann legen wir los. Und dann machen wir nächstes Jahr die E-Bike-WM in Ischgl. Ich bin mega gespannt. Das ist krass, bist du herzlich eingeladen. Hätte ich mega Bock, da auch mal Bericht dann zu machen von den ganzen Welt. Ja, ja, ja. Das, das ist vieles, das ist mehr, das ist auch mehr, also es ist eine Jedermann-WM. Mhm. Also jeder kann mit, egal ob du 80 bist oder 30, am Ende, wenn du durchkommst, gibt es eine Medaille und das ist eher so ein bisschen so volksfestmäßig. Ja, cool. BH-Bikes, alle möglichen Bike-Ersteller sind da, Stände. Lass uns da nochmal drüber reden, wenn ich das terminlich auch hinbekomme, weil mir das hat sich ja auch noch ein bisschen was getan fürs nächste Jahr, dann wäre das mega geil. Ja, guck mal, wirklich, da jeder ist eingeladen. Wäre richtig, tolle Ding. Sache. Wäre richtig, ist Ding. Geht übers Wochenende. Mhm. Cool. Die Leute sind auf jeden Fall auch gespannt, Termine kommen zeitnah, dass die dann auch planen können. Einfach also auf Facebook folgen, auf der Fanseite, also es gibt eine Fanseite und eine Gruppe. Und eine Gruppe. Am besten Fanseite, da wird alles, was ich promote, dann alle drin. Damit ich das ein bisschen trennen kann, damit ich, die Fanseite ist eher die Werbeseite und Newsseite für Bike News. Die Gruppe ist mehr Community, da wird auch mal geworben, auch gerne mal öfters, aber mehr auf Facebook. Da ist alles, auf der Fanseite ist alles Wichtige. Komplett und Instagram natürlich. Cool. Ich bin echt mega gespannt. 2022 wird ein Brett von Jahr. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ja, ich wird für uns alle, glaube ich, sehr interessant. Ich will gar nicht dran denken. Es wird auf jeden Fall sehr stressig. Es wird stressig, es wird viel Arbeit, es wird Chaos. Man wird nicht wissen, wo einem manchmal der Kopf steht, aber man weiß, wofür man im Endeffekt da dran ist. Das wird auf jeden Fall geil für die Leute. Das ist einfach Passion. Ja. Und das ist das Wichtige, was uns antreibt alle. Ja. Und das ist cool. Das ist es. Patrick, wir sind jetzt so ziemlich am Ende von unserem Videopodcast angekommen und ich pflege das dann immer nochmal zum Schluss, ein kleines Fragengeballer rauszuhauen. Mhm. Kurze Fragen an dich, knackige Antworten, ich lese dir die schnell vor. Du gibst mir gerade das, was dir in den Schädel reinfliegt, gibst mir als Antwort. Das widerspiegelt deine Persönlichkeit noch ein Ticken. Mhm. Und das dann würde ich sagen, here we go, gehen wir mal direkt rein. Mhm. EMTB ist? Hammergeil. Musik. Hip-Hop. Größte Herausforderung? Zeitmanagement. Zeitmanagement, ja. Kaffee oder Tee? Tee. Ankerkraut. Kann man mal droppen. Letzter Spontankauf? Eine Apple Watch. Gönnung. G steht für Gönnung. Mit welchem bekannten Biker oder welchem bekannten Menschen aus der Bike-Industrie würdest du mal so richtig gerne dir mal einen reintrinken, wenn du die Möglichkeit hättest? Da gibt's, könnte ich jetzt viele nennen. Aber ich glaube, nochmal so einen Abend mit Michael Wald. Oh, geiler Typ, ja. Kennst du? Ja, natürlich. Michael Wald würde ich gerne nochmal einen schönen Abend verbringen. Oh ja, mit Michael, das fände ich, glaube ich, auch ganz interessant. Mega. Da bin ich mal voll bei dir. Geiler Typ. Ja, stark, gut. Zum Schluss, letzte Frage. Was magst du gar nicht? Wo du richtig einen Film drauf schiebst, wo du sagst, boah, lass mich in Ruhe, kannst mich mitjagen. Brokkoli. Ja, doch. Einverstanden, keine Einwände. Okay, alles läuft. Patrick, saugeil, es hat Spaß gemacht. Ja, danke für dieses coole Videopodcast. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch hier mal einen Kommentar unter dem Video stehen. Ich würde mich mega freuen. Ich verlinke natürlich dann auch nochmal in der Titelbeschreibung die ganzen Sachen von Patrick auch nochmal für diejenigen, die das Ganze noch nicht kennen von ihm. Macht euch mal ein bisschen schlau, tretet der Community bei. Es sind coole Leute. Und auch für mich würde mir auch weiterhelfen. Lasst ein kleines Abo da, ein Like. Ich würde mich mega freuen. Und dann, ja, Glöckchen, ihr wisst auch Bescheid, aktivieren. Und dann verpasst ihr auch bei mir dann keine Videos mehr auf diesem Kanal. In diesem Sinne, wir sind raus. Ich habe zu danken. Ich habe zu danken. Gut. Bis die Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Haut rein. Peace.